Hallo, herzlich willkommen zu Galuxis Asperger TV. Ich bin Doro und ich coache und berate Familien mit Autismus, egal ob die Autismusdiagnose schon da ist oder nur der Verdacht besteht. Das gilt auch für Paare und überhaupt individuell für Menschen, die eben mit dem Thema für sich arbeiten wollen. Das heutige Thema ist kognitive Empathie. Was heißt denn das? Was ist kognitive Empathie? Kognitive Empathie, da finde ich, da ist mein Mann sehr stark drin. Mein Mann ist sehr empathisch, er kann sehr mitfühlend sein, er ist sehr gerecht, er ist sehr wohlwollend und empfindet die Gefühle des anderen auch sehr stark, aber sie betreffen ihn nicht gleichzeitig. Ich glaube, ich habe schon ein Video dazu gemacht, wo ich erzähle, dass er auch nicht in das Leid des anderen versinkt. Das ist mehr so, ist, dass er Anteil nimmt, da ist, aber selbst die Gefühle in sich nicht unbedingt zulässt. Das ist wie ein Steuern der eigenen Gefühlswelt. Das hat den Vorteil, dass er natürlich dann immer Kontrolle auch noch über sich hat und über die Situation und Entscheidungen treffen kann, recht neutral und nüchtern. Das Problem mit dieser kognitiven Empathie, die ich einerseits sehr bewundere und schätze, weil er darin nicht verloren geht, wie manch ein anderer. Das Problem damit ist, dass die sich manchmal etwas distanziert anfühlt für jemanden, der sehr emotional ist und eben nicht unbedingt kognitive Empathie empfindet, sondern in der Gefühlswelt identisch drin ist. Also sich mit der identifiziert und drin findet und drin auflösen kann und die Gefühle wirklich lebt, komplett authentisch lebt, ohne eine Distanz dazwischen zu haben, ohne noch irgendwie ein Schutzelement dazwischen zu haben. Da habe ich eben oft auch die Situation und wahrscheinlich ist es mir auch so gegangen, dass ich das manchmal ein bisschen reserviert vielleicht empfunden habe. Tatsächlich erinnere ich mich nicht dran, weil wir so lange schon zusammen sind und ich ihn sehr gut kenne und ich weiß, dass er empathisch bei mir ist und mir immer alles Beste wünscht. Deswegen kann ich mich persönlich jetzt da nicht erinnern. Aber was ich in Coachings sehe, ist, dass jemand mit kognitiver Empathie durchaus wohlwollend bei der Person ist, die jetzt irgendwie leidet und Empathie braucht. Und auch da alles im Hinterkopf bedenkt, was da noch alles wichtig ist und sorgt, dass die Situation stabil und irgendwie gut aufgehoben ist. Aber der Betroffene empfindet das als doch zu fern. Es ist nicht wirklich geteiltes Leid dann. Es ist zwar gehört und dafür Sorge getragen, aber nicht so richtig geteilt. Das muss nicht so sein. Also ich persönlich habe damit keine Probleme, obwohl mein Mann eher, ich würde sagen, kognitive Empathie fühlt. Aber es kann für einen anderen, gerade in einer extremen Situation, in einer Notsituation, in Krankheit oder Trauer, kann das sehr kalt wirken, beziehungsweise man kann sich sehr alleine fühlen. Die andere oder das Gegenteil von kognitiver Empathie, das andere Extrem vielleicht sollte ich besser sagen, wäre ein so krasses sich in den Gefühlen auflösen. Und das besteht auch die Gefahr für Autisten, dass man entweder sehr kognitiv empathisch ist oder auf der ganz anderen Seite wäre dann eben dieses Auflösen ohne jegliche Grenzen mehr fühlen zu können. Das ist das andere Problem, ist, dass man so aufgelöst ist, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen die Gefühle des anderen und ich. Also, dass das eigene Ich und die eigene Gefühlswelt wie verschwimmt. Da empfindet vielleicht der andere schon eher, dass die Gefühle geteilt werden oder fühlt sich empathisch gut aufgehoben. Wobei, wenn es zu stark wird, zerfließt das auch und es laugt den Menschen aus, der eben die Grenzen nicht hat. Der da drin zerfließt, der muss sich zurückziehen, das kann man nicht lange aushalten. Und das ist etwas, ich habe das schon öfter mal gesagt, Autismus zeigt sich für mich oft in Extremen. Also entweder ist man hier auf der Seite des Spektrums oder hier. Entweder war meine Leistung gut oder sie war grottenschlecht. Aber sie war gut genug oder heute mal nicht so gelungen, aber geht schon. So dieses Mittelmaß
fehlt oft, das wird oft irgendwie nicht erreicht. Das Konzept davon ist klar, aber der Zugang dazu oder die Fähigkeit, es umzusetzen, die fehlt oft. Ich empfinde das bei der kognitiven Empathie oder bei Empathie ähnlich, dass es auch hier wieder so einen Extrembereich gibt, dass das Natürliche eben nicht der Mittelweg ist, ein bisschen empathisch-kognitiv dabei zu sein, auf der anderen Seite sich komplett auflösen, dass man da so ein Mittelding findet, sondern dass es oft das eine oder das andere ist. Nicht immer, nicht für jeden, nicht in jeder Situation. In meiner Familie würde ich eben eher sagen, mein Mann ist so der kognitiv-empathische, mein Sohn ist mehr auf diesem sehr emotionalen und sehr das Leben und die Gefühle und vielleicht, also das mit dem Abgrenzen, ich glaube, das kann er inzwischen recht gut, traue ich ihm gut zu, aber vielleicht hat ihn das früher auch manchmal überwältigt, müsste ich ihn fragen, kann ich jetzt nicht zu 100% genau sagen. Und meine Tochter wäre eher ein bisschen mehr bei dem Kognitiven, aber als Mädchen jetzt mit den Hormonen erlebt sie auch die andere Seite immer wieder. Je nach hormoneller Lage ist das für uns Frauen manchmal so ein bisschen ein Auf und Ab, dass wir, das kenne ich von mir selbst, manchmal zerschmelzen und alles sehr emotional nehmen und uns dann nicht so gut abgrenzen können, wenn die Hormone jetzt gerade mal im Zyklus so liegen. Das ist das Thema kognitive Empathie. Was kann man damit tun? Also jemand, der kognitiv sehr empathisch ist, kann trotzdem ein sehr guter Freund sein. Ich habe in einem anderen Video erzählt, wie man ein guter Freund sein kann, indem man eben dabei ist, indem man zuhört, aufmerksam ist, empathisch nachfragt, die Emotionsworte aufgreift und in der Situation bleibt, ohne gute Ratschläge geben zu müssen, nur weil man einfach den Weg schon kennt. Das spielt keine Rolle für denjenigen, der in der schwierigen Situation ist und eben Empathie gerade braucht, wird das wenig helfen, wenn du die Lösung kennst. Also sei lieber empathisch in der Situation dabei und frag nach, ohne den Lösungsweg vorgeben zu wollen. Das deckt sich ganz gut mit der kognitiven Empathie, dass man ein guter Freund sein kann. Und auf der anderen Seite jemand, der sich komplett auflöst, der müsste eher auch nachfragen in der Situation sein und ganz, ganz arg aufpassen, dass er sich nicht drin auflöst oder sie. Dass man dann lernt, mehr die Grenzen zu setzen oder früher aus einer Situation rauszugehen, bevor man komplett zerschmilzt. Das ist schwierig. Da biete ich natürlich auch Coaching an, wie man da die Grenzsetzung für sich finden kann, und das wäre wahrscheinlich Thema für ein weiteres Video. Heute wollte ich nur die kognitive Empathie erklären und auch sagen, wie die sich anfühlt, beziehungsweise dass man damit eigentlich auch ganz gut arbeiten, leben kann und dass man verstehen sollte als derjenige, der jetzt gerade die Empathie bräuchte und der Partner kann sie eben nur in so einer kognitiven Form bieten, dass es trotzdem okay ist, der Mensch ist trotzdem bei dir, auch wenn er nicht drin zerschmilzt und noch eine gewisse Distanz hat. Hier gehört viel Vertrauen dazu, es gehört viel Transparenz und sich gut kennen dazu, damit man damit gut umgehen kann und nicht immer wieder das Gefühl hat, nicht verstanden worden zu sein oder dass da irgendwie eine Distanz ist oder nicht wirklich geteilt wurde. Da muss man viel sprechen, und wenn ihr als Paar dann eine Schwierigkeit mit habt, herzlich willkommen in meinem Coaching, Galaxy Coaching. Informationen findet ihr hier unten. Das sind typische Themen, die ich mit meinen Klienten bespreche und im individuellen Fall eben auch individuell aufarbeite. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Dienstag. Tschüss!